lag ein Nether Park. Um diesen Ort, die Ruhestätte des Mestenovis, zu veredeln, wird der Rat 1545 den Bau des Steinkreuzes anordnen und 3 Jahrzehnte später wird die Schriftrolle der Gerichtsbarkeit, Symbol des Dorfes Candele d'Ane und auch Picotta, hierher verlegt, um Außenstehende zu warnen, dass ihre Justiz durch das königliche Privileg ermächtigt wurde, Forca und Gefängnis und Sepo und Ketten und andere Gefängnisse zu haben. In La Canada befindet sich auch die Einsiedelei San Blas, ursprünglich ein Bildstock, die Mitte des 16. Jahrhunderts auf Kosten des konvertierten Juden Diego de Cáceres erbaut wurde. Bereits 1764 wird eine Erweiterung der Einsiedelei vorgenommen und eine spätere wird uns ihren gegenwärtigen Zustand überlassen.